Okay, Wurzelhenker laufe ich dann hier wieder rum. Okay. Müsste noch auf dieser Karte zu sehen sein, oder? Na, besser doch mal um. Ja, bin ich. Frage ist, wie lange bin ich noch auf dieser Karte? Nicht mal zu lange. Vielleicht noch mal ein bisschen mehr nach Osten laufen. Ich freue mich schon, wenn ich hier ganz viele Bäume fälle und Eisenbahnschienen baue, die nur aus Holz bestehen und die dann den Nachteil haben, dass man da nur mit halber Geschwindigkeit fahren kann. Aber sie werden die ersten Schritte eines Eisenbahnschienennetzes sein, auf dem ich dann auch über lange Distanzen, wow, große Schlucht, auf lange Distanzen Güter transportieren kann und mich selbst transportieren kann. Und diese Eisenbahnschienen kann ich dann auch fernsteuern. Mit Segmenten, die komplett rot oder grün sind und auf einem Segment, das eine gerade Strecke ist, die ein bisschen hoch und runter gehen kann, kann dann immer nur ein Kart sein und ansonsten sind die Eingänge zu den Segmenten rot gestellt und die Weichen gehen in eine andere Richtung. Das kann ich mit dem Eisenbahnschienen-Mod machen. Wie heißt der? Rails? Nein. Ach Gott, Namen sind für mich Schall und Rauch. Es gibt so viele Mods-Namen, da kommt man durcheinander ohne Ende. Ich merke mir nicht immer alle Namen von allem. So, was haben wir hier? Wie gesagt, audiomäßig passt es bald ganz gut, wenn ich mal in den Untergrund gehe. Also gehe ich jetzt mal in den Untergrund. Ich bräuchte allerdings ein bisschen mehr Holz. Davon habe ich genug. Davon, ja, ich brauche einfach nur mehr Holz. Ja, meine ganzen Achievements sind gelöscht worden. Ich hasse das. Ich speichere immer den kompletten Ordner, aber irgendwie schafft es Minecraft andauernd, meine Achievements zu vergessen. Ich weiß, in welchem Ordner sie gespeichert werden und ich kopiere den Ordner in der Regel immer mit. Und manchmal vergisst man ihn nur einmal ganz kurz und ja, dann sind die Achievements alle futsch. Nur wenn man in einem Übergang nur die Karte mitspeichert und nicht die Achievements. Später dann aber die Achievements von dem anderen Speicherstand wieder nimmt und ja, nicht kompatibel, vergisst die Achievements. ja, aber diese ganzen Ordner sind einfach nur zu groß mit den ganzen Modifikationen. Die Karte ist schon über 350 Megabyte groß. Die Modifikationen sind auch nochmal einige Megabyte und ja, davon brauche ich nicht 1000 Backups. Das reicht, wenn ich ein oder zwei Backups pro Staffel habe. Für den Fall, dass was gründlich schief geht, damit die Outtakes nicht ganz so lang werden, falls was gründlich schief geht. Und gründlich schief geht heißt wirklich, dass eine Aufnahme komplett verhunzt ist, mein Mikrofon völlig daneben ist oder irgendwas grottenschlechtes passiert ist, was nicht meine Schuld innerhalb von Minecraft ist, sondern sekundär die Schuld von irgendwelchen Fehlern in Mods ist und dann dazu führt, dass irgendwelche Kettenreaktionen passieren in Minecraft, die dann dafür sorgen, dass ich die Aufnahme doch lieber neu starte. Oh, habe ich schon 64 Holz? Ich habe hier ganz schön viel Krempel. Das Boot lieber nicht. Ach, das ist eine andere Holzsorte. Ich habe meinen Baumtyp gefällt. Ich finde diese Schlucht hier recht interessant. Sie sieht sehr groß aus. Sie ist nicht sehr tief. Das ist sehr tröstend. Und sie ist auf dem anderen Ende sehr flach. Und hier ist noch eine Seite mit Wasser. Das ist nicht so schön. Okay. Das Brot in die Leiste. Da esse ich in der nächsten Zeit was von. Da habe ich wieder einen Slot frei. Ihr Scheißviecher. Ihr macht doch nur, dass es ruckelt. Könnt ihr das mal sein lassen? Ja, ja, ja. Plätscher, plätscher, plätscher. Einfrieren. Ich will ein Objekt haben, das dafür sorgt, dass alles Wasser nicht mehr flüssig ist. So nach dem Motto Gelatine. Kipp ganz viel Gelatine in einen kleinen See und alles Wasser in dem See wird fest. Einfach nur als Performance Boost. Damit diese ganzen kleinen dummen Seen hart werden. Ich meine, bei Lava ist es ganz einfach, du schüttest Wasser drüber und das Ding ist hart. Warum gibt es das Ganze nicht für Wasser?
Geht es hier runter? Oh, das ist sehr schön. Hier geht es gut runter. Könnt ihr bitte... Was ist denn schon wieder los hier? Okay. Ein sehr guter Eingang. Für die Schlucht. Ein bisschen eng. Aber alles in allem sehr schön. Hallo, warum treffe ich das Ding nicht? Ah, was? Was soll der Scheiß? Das Ding konnte nun wirklich nicht abhauen vor mir. So, es macht natürlich großen Sinn, jetzt hier am Eingang die Sachen zu schmelzen und Truhen zu bauen, damit ich mehr aufnehmen kann. Also, was hält mich auf? Kiste. Werkbank. Der ganze Krempel halt. So. Ich brauche ein bisschen Fackeln, dazu brauche ich ein bisschen Holz und so, Moment. Das verbrenne ich so. Und das verbrenne ich so. Nee, das ist keine gute Idee. Ach, scheiß doch drauf. Und ich muss ein paar Truhen bauen. Ne, eine große sollte reichen. Das werde ich nicht brauchen. Ich habe schon genug kleines Zeugs davon. Eine Truhe, da kommen dann meine Karten rein. Bis auf die zwei, die ich gerade in der Hand habe. Schnellleistenmäßig. Hey, hey, hey. So, Karte hier, Karte da, Karte da. Na, willst du wohl? Karte da. Die Uhr nehme ich mit. Das Papier brauche ich jetzt nicht. Geld auch nicht. Ich sollte mich auch wieder daran gewöhnen, dass ich das schnell ablegen kann. So. Pfeil nicht. Das Ding sollte ich mal anziehen. Ach ja, was braten. Moment. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Ich denke, ich kann mir auch Eisenschuhe machen. Ja, klar. Kommt sofort. So, volle Eisenrüstung. Ach, dieses Texturen-Deck ist niedlich, aber ich hätte dann doch lieber hoch auf diese Texturen bald wieder. Okay. Ich glaube, ich mache eine neue Aufnahme, bevor ich weiter runtergehe. Davor allerdings erstmal. Ein bisschen was zurücklassen hier. Wer weiß, vielleicht sterbe ich da unten. Alles möglich, alles möglich. Wie sieht es denn uhrenmäßig aus? Ich meine, kartenmäßig. Ja, ich glaube, die eine Karte reicht völlig. Das heißt, die Karte bleibt hier. Zwei Schafe. Das und ein Stack Holz reicht auch. Der Kompass kann auch hier bleiben. Ich werde mich da unten nicht großartig verlaufen. So, da unten. Ich weiß gar nicht, ob es hier irgendeinen Seiteneingang oder eine Höhle gibt. Da scheint ein kleines Loch zu sein. Und ich merke, dass Fraps mir schon wieder sagen möchte, mach doch mal wieder eine neue Aufnahme. Ich bin hier wieder mit zu großen Dateien beschäftigt und die freut mich die Festplatte zu sehr. Okay, Fraps, neue Episode.